Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier bei eHayo. Ich habe uns etwas mitgebracht und zwar habe ich eine neue Senseo Kaffeemaschine bestellt. Denn wer es noch nicht mitgekriegt hat, Matthias und ich streamen aktuell jeden Mittwoch live auf Twitch. Und da sind wir gerade dabei, kann ich euch mal ganz schnell zeigen, eine neue Version von der Senseo aufzubauen. Also wir haben ja dieses Sense eHayo Projekt, wo wir quasi die Platine neu machen. Und da kamen wir jetzt einfach mal auf die Idee, Matthias und ich, wir bestellen mal eine neue Senseo, weil es mich einfach grundsätzlich interessiert, was sich da drin an der Hardware geändert hat. Und deswegen schrauben wir das Ding jetzt hier in diesem Video auseinander und schauen uns an, ob wir noch eine Chance hätten, die Platine einzubauen. Und wenn nicht, dann haben wir einfach Pech gehabt. Ich gehe mal ganz grob auf die Maschine drauf ein. Mir sind ein paar Dinge aufgefallen im Vergleich zu meiner alten. Wer die alte nicht kennt, hier nochmal kurz gezeigt mit neuem 3D gedruckten Deckel mit der eigenen Elektronik drin. Die alte sah ungefähr so aus, man hatte da oben die Becher, was bei der eine Besonderheit war, was wenige kennen. Die hat oben ein Display drauf, bei dem man die Kaffeetassenmenge einstellen kann. Oh, vorne eine Tasse, zwei Tasse, Ausschalter, mehr hat sie nicht. Das war die alte Version. Die hat einen Kunststoffboiler drin, original. Mittlerweile hat sie einen Metallboiler drin, weil er uns ja beim Versuch mal kaputt gegangen ist. Die neue Version hat keinen Ausschalter mehr, ich habe sie nicht mal eingeschaltet. Die hat nur noch einen Schiebeschalter für wenig Kaffee, viel Kaffee. Eine Kaffeetasse, zwei Kaffeetassen, mehr hat sie nicht. Was mir von vornherein gleich aufgefallen ist, das Teil da unten ist jetzt Plastik. Das ist kein Metallunterteil mehr. Und da die Auffangschale wie gehabt, ein bisschen andere Form. Da vorne hat sie jetzt andere Auslassnupsis, also das da vorne sieht jetzt ein Tick anders aus wie früher. Spritzt dann hoffentlich auch ein bisschen weniger. Die alte hat relativ gut rumgespratzelt. Ganz normaler Pad-Halter. Und bei der geht jetzt auch hier der gesamte Halter komplett raus. Kann man also so wie er ist, hier nochmal aufschrauben und direkt in die Spülmaschine schmeißen. Bei der alten war das so nicht möglich. Da war noch irgendwie eine Feder, Klammer, Ding und Zeug dabei. Also war das etwas komplizierter zu reinigen. Und was die auch hat, was die alte nicht hat, man kann es hoffentlich erkennen, das ist jetzt Metall. Die alte hatte das hier oben aus Kunststoff. Das heißt, da haben sie auch nochmal ein bisschen was dran geändert. Wassertank unverändert. Also da haben sie zwar die Form von diesem Schwimmer irgendwie angepasst, aber vielleicht läuft er jetzt nach erst 2 Jahren voll, nicht schon nach einem halben Jahr. Das Teil da oben muss man rausnehmen, wenn man es auseinanderbauen will. Das war bei mir tatsächlich original, so wie ich sie gekriegt habe, so drin gesteckt. Das war nicht reingeklippt ganz. Ist okay. Muss ich schon nicht rausmachen. Grundsätzlich war es bei der alten so. Ich hoffe, bei der neuen ist das auch noch so. Man kann hier diesen Deckel einfach runterreißen. Machen wir ein Spezialwerkzeug. Ja, funktioniert noch wie bei der alten. Das ist da seitlich ein bisschen geklippt. Wahrscheinlich könnte man da einfach mit einem Schrauben irgendwie rein und diese Clips, dann könnte man da nämlich seitlich so ein bisschen rein nudeln und die Clips etwas nach außen biegen und dann müsste es auch leichter gehen, aber das ist wieder viel zu viel Arbeit. Rein und nach außen, naja, funktioniert. Das Hinterteil wie gehabt, hier unten ein kleiner Wasserfilter mit drin, unverändert. Wir haben einen Plastikboiler drin, also damit ich wieder nicht die Kommentare kriege, soll ich vielleicht richtige Sprache verwenden, wir haben einen Kunststoffboiler drin. Der Kunststoffboiler hat hier den Anschluss für den Temperatursensor auf der Seite. Das wäre der Anschluss für den Temperatursensor. Hier der Riedkontakt für den Schwimmerschalter. Dann geht hier oben die Heizung rein. Ich zeige es euch mal nachher noch gleich in der Großaufnahme. Hier das Überdruckventil, wo das überschüssige Wasser dann ablaufen kann, wieder in den Wassertank zurück rein. Und hier unten, wie wir es haben, eine ganz normale kleine Pumpe, wie bei der Original. Dann schauen wir mal, also bei der Original, bei der, die ich hatte. Was seid ihr für Schrauben? Taschenlampe, Torx. Und an diesen zwei Schrauben hält in der Regel die ganze Maschine. Die ist jetzt da hinten noch ein paar Mal geklippt. Wir werden es diesmal tatsächlich versuchen, das so zu öffnen, dass die Clips nicht alle davon brechen und kaputt gehen. Den Teil haben wir. Wir haben jetzt hier diese... Oh Gott! Ist nicht sehr ernst, oder? Guckt euch das an. Das muss ich jetzt mal gleich auf der Nachfrage zeigen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Wir haben hier... Also, eigentlich nur ein
Schiebeschalter, viel Kaffee, wenig Kaffee. Aber guckt euch mal die Mechanik darunter an. Da flitzt tatsächlich, man kann es kaum glauben, eine Mechanik da drin hin und her, die an dieser Stelle hier einen kleinen Neodym-Magneten hat. Es wird also vermutlich entweder ein Riet-Kontakt oder ein Hall-Sensor uns gleich auf der Platine erwarten, der dafür zuständig ist. Die Platine selber ist, würde ich jetzt mal behaupten, ich glaube, die haben da noch nicht wirklich viel geändert, oder? Guckt es euch mal an. Das sieht noch sehr ähnlich aus. Wir haben hier unsere Taster. Und wir haben irgendwo, wo kommt denn jetzt unser Riet-Kontakt hin? Irgendwo auf der Seite hier. Hier, da ist aber nichts, also müssen wir dann auf die Unterseite der Platine gucken. Da sollte vermutlich unser Kontakt dann sein. Taster zerstörungsfrei rauskriegen. Wir haben einen gekühlten Triac BT139, also glaube ich sogar der gleiche wie bei der Original drin war, bei der ich habe, für die Heizung, weil die braucht ja viel Leistung scheinbar. Was man sofort erkennen kann, das ist die aktuellste Version von der Senseo, was man auf der Stelle erkennen kann, wir haben hier immer noch das Kondensatornetzteil drin. Also wir haben hier immer noch einen Kondensatorwiderstand, also quasi einen kapazitiven Spannungsteiler, um unsere Spannung hinzukriegen. Wir haben einen echt großen Elko drin, den hat die Original, glaube ich, nicht drin gehabt. Aber ansonsten sieht das Ganze sehr, sehr ähnlich aus. Wir haben hier an der Stelle ungefähr unseren Kontakt für die Kaffeemengeneinstellung und wir sehen hier einen kleinen Chip drunter. Da werden wir jetzt mal anständig einzoomen, weil der ist auf jeden Fall interessant für uns. Bei dem Chip handelt es sich um einen 383261, steht drauf. Der dicke Triac hier, wie gesagt, ist für die Heizung zuständig. Dann haben wir hier noch den Q3, der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit für die Pumpe zuständig ist, irgendwie mit einer dieser zwei Dioden, weil der braucht eine Diode vorab, diese Pumpe, weil die sonst, die darf nur eine positive Halbwelle abkriegen. Ansonsten ist das Ganze noch ultimativ rudimentär geblieben. Es hat sich nichts geändert vom Design her, es ist eine einlagige Platine, wie man erkennen kann. Und wir haben einen Haufen Drahtbrücken drin, diesmal sogar alle drin, das war ja nicht das Hauptproblem. Und hier unser Herzstück, darum geht es jetzt eigentlich, das Wichtigste der ganzen Thematik. Unser Mikrocontroller und was haben wir drin? Wer hätte es gedacht? Ein Holtec HT66F017C230, ein 8-Bit 8051 Controller von Holtec. Das ist, denke ich mal, auch noch so quasi, wie es in meiner Version drin war. Also man kann schon erkennen, die haben schon doch einiges geändert an dem Ganzen. Ne? Jetzt nehmen wir mal einfach unser neues Design, das Matthias gemacht hat, und lege es einfach mal rein. Weil wenn sie sonst so wenig geändert haben an der Platine, warum sollten sie denn dann das Maß ändern der Platine? Ne? Da unten passt es schon mal rein. Naja, was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? Außer, dass der eine Widerstand hier im Clip sich beißt. Den müssen wir noch ein bisschen verschieben. Schrägstrich muss Matthias noch ein bisschen verschieben. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das Design hat sich absolut nicht geändert. Wir könnten selbst diese Kaffeemaschine noch 1:1 umbauen. Wir haben den Riet-Kontakt für den Boiler. Den können wir anschließen. Wir haben den Temperatursensor, den können wir anschließen. Wir können die Pumpe und die Heizung ändern. Es hat sich soweit nichts verändert. Wir können also auch immer noch die jetzt neue Version, ich sage euch mal schnell, was für ein Typ das ist, was ich jetzt gekauft habe, CSA210-60. In dieser Version können wir immer noch unsere neue Platine einbauen. Bedeutet, weiter geht's im nächsten Stream. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr guckt brav rein. Link zu Twitch unten drunter. Abonniert mich dann auch gleich auf Twitch bitte, damit ihr da keinen Stream von uns verpasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.